Sofern die noch hier irgendwo sind. Ne, hier ist nichts. Gut, dann haben wir zwei Nebenmissionen wieder erledigt. Bzw. eine Nebenmission und ein Elite-Monster. Das können wir auch soweit abgeben. Und dann würde ich sagen, zahlen wir ein paar unserer Schulden zurück. Hier ist auch noch Element Erz. Ah, direkt in den Gegner reingelaufen. Ja, dieses Zeit, Dingensarte da. Finde ich bis jetzt am stärksten. Jude mit einem Level Up. So, zurückgehen. Mission abgeben. Geld bezahlen. Und dann dürfte es mit der Hauptmission weitergehen. Folgende Elite-Monster besiegt. Tada, 6000 Gold. Erworbener Titel Holzmarke. Ah, und wir sehen, neue Aufträge sind freigeschaltet, natürlich. So, wir sehen auch neue Gebiete. Menge 1, aktuell habe ich 1. Sehr gut. Können wir annehmen und direkt abgeben. Menge 1, aktuell habe ich 9, können wir auch abgeben. Aktuell habe ich keins, habe ich nicht. Muss ich töten? Habe ich nicht. Muss ich töten? Töten, töten. Habe ich nicht. Bla 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 bla. Und erforderlicher Titel natürlich ein bisschen höher hier alles. Elite-Monster-Info haben wir besiegt. Das heißt, da gibt's erstmal nichts Neues. Und das hier noch abgeben. Tada. Das war's. Natürlich ruft ihr jetzt bei uns an. 7000 müssen wir zurückzahlen. Ja, zahlen wir 8000 zurück. Oh, schade. Ist doch auf 7000 runter. Egal. Zahlen wir die. Das ist eine gute Frage. Ich würde Helioborg als erstes nehmen. Ja, müssen wir noch erstmal noch ein bisschen Geld sammeln, das können wir aber auch ein andermal machen. So, Helioborg ist freigeschaltet. Ja, ist nur die Frage, wie wir da hinkommen. Wird uns nämlich nicht angezeigt. Jetzt wurde Ereignis aktualisiert, aber immer noch nicht. Nimm die Topolan-Höhenstraße. Ah, okay. Also müssen wir die Straße hier nehmen. Da kann ich dann noch mal ein paar Sachen annehmen, wo wir die Gegner dort finden. Objekt Ei, Menge 1. Ich möchte Spiegelei machen, aber ich habe kein Eier. Oh, das können wir auch noch annehmen. Habe ich übersehen gehabt. Können wir auch noch annehmen. Das auch. So, das ist auf der Höhenstraße. Das nehmen wir an. Ne, Höhenstraße steht. Doch, stimmt. Das können wir annehmen. Okay. Das war's erstmal an Sachen, die wir annehmen können. Nee, wir zahlen sehr wenig jetzt zurück. Weil das können wir ein andermal machen. Das bringt uns ja dann nach Marksburg oder wie das Ding heißt.
Was ja im Moment erstmal nicht unser Ziel ist. So, erstmal kurz speichern. Und dann können wir hier uns wieder neu umschauen. Gegner besiegen. Auch wieder neue Gegner da sind dabei. Ich hätte, glaube ich, heilen sollen nochmal. Also viel Energie haben wir gar nicht mehr. So, Ludger mit einem Level Up. Verrottete Knochen. Elementerz. Immer mitnehmen. Ansonsten die Gegner machen, die noch zu den Quests gehören. Ah, verdammt. Okay, ich muss, glaube ich, erstmal zurück und heilen. Schade, dass Jude uns nicht heilen kann. Gehen wir erstmal zurück und suchen ein Gasthaus auf. Ja, Jude sagt's auch nochmal. Aber das ist mir alles bewusst. Kostet 300 Gold. Machen wir trotzdem. So, wir sind geheilt. Und gehen wieder auf die Höhenstraße. Kämpfen wieder gegen ein paar Gegner. Oh, nicht aufgepasst. So, erledigt. Er bekommt drei Elementerz für den Kampf. Das ist nicht besonders viel. Da liegt wieder ein bisschen. Fünf, sehr gut. Und der ist auch besiegt. Ja, aber dafür 50 Erfahrungspunkte. Beweglichkeit, Geschicklichkeit haben die beiden erlernt. So, was haben wir noch? Erstmal das ganze Zeug einsammeln. So, ich sammle erstmal alles außen an der Wand ein. Und danach kommt die Innenseite der Karte. So, kleine Höhlen scheinen hier nicht zu sein. So, das wäre jetzt alles außen gewesen. Jetzt kommt die Innenseite.
Ah, und ein Gegner. Ja, zieht schon einiges ab, wenn wir den Link Charge benutzen. So, Wildschweine sind ja noch unsere Gegner und die Wölfe. So. Titel freigeschaltet, AZ-Bonus, Anfänger, nur noch 3. Ich weiß nicht, was dieses nur noch bedeutet. Auftrag ist erledigt. Au, oh, wir sind betäubt. Ja, die machen Schaden, die Wölfe. So, der nächste Kampf verschafft beiden ein Level ab. So, kurz mal schauen. Ah, immer die falsche Taste am Drücken. Katzenkurier. Je mehr Katzen für dich arbeiten, desto besser sind deine Chancen, Objekte zu erhalten. Du kannst auch ein Reiseobjekt bereitstellen, um deine Chancen zu erhöhen. Und Orte, an denen du schon einmal Katzen gefangen hast, werden registriert, wenn du Katzen an diesem Ort schickst. Der Katzenkurier bietet vielerlei Vorteile. So kannst du zum Beispiel Objekte erhalten, die du nirgendwo sonst bekommst, sowie neue Katzen für deine Truppe. Es gibt außerdem tägliche Boni für jeden Tag der Woche. Daher ist es eine gute Idee, jeden Tag mit einem Katz, mit deinen Katzen zu spielen. Okay. Katzen habe ich im Moment eine. Die eine schicke ich auch nach Triclap. Das reicht so. Bonusanzeigen, was gibt's denn? Heute haben wir Samstag wieder angezeigt. Rückkehrzeit um 20% verkürzt. Ja, das ist doch toll. Reiseobjekt brauchen wir nicht. Ah, da oben steht eh der tägliche Bonus. Und mit Start können wir die Katze losschicken. So, man sieht auch eine kleine Zeit, wann die wieder da ist. Und das Ganze dauert jetzt erstmal ein bisschen. Ah, ich wollte aber was ganz anderes. Erstmal kurz die Fähigkeiten anschauen. Ja, genau. Müssen wir nämlich noch einsetzen, die zwei. Erhalte nach 0,5 Abwehr eine 5 Reduktion der TP-Kosten sowie plus ein AZ. Okay. Bringe magische Schäden, indem du gleichzeitig vier und nach unten. Puh, das ist auch ganz gut. So, die zwei Sachen reinmachen, Tipping Win. Erhalte bei jedem Sieg über einen Feind 10% KP. Das ist natürlich auch genial. Machen wir es so bei ihm. Lidiumkugel wollte ich mir noch anschauen. Ja, Azurschneide. Ja, dauert nicht mehr so lange. Okay. Ach. Jetzt weiß ich, was ich grundsätzlich gucken wollte. Ereignisse. Ach, die sind fertig, die Nebenaufträge. Fange die Katze, das ist klar, dauert ein bisschen. Und da melden. Wunderbar. Dann können wir erstmal mit der Hauptgeschichte weitermachen.